Zum Beispiel, wenn ich in eine Moschee gehen will, als Beispiel, die werden mich noch nicht mal einladen, weil sie nur Angst haben, dass die Polizei danach kommt und fragt. Ja, warum haben sie den Abt eingeladen? Die sind nicht in der Lage zu sagen, ja, ist ein Problem dabei? Gibt es einen Haftbefehl? Gibt es irgendeinen Befehl von oben, dass man den nicht einladen darf? Gibt es irgendeine Sache, irgendein Ermittlungsverfahren? Oder wie? Dazu sind die nicht mal in der Lage. Überleg mal, stell dir vor, die werden gefoltert werden. Und guck mal, die waren vorher noch, die Moschee war vorher noch von mir überzeugt gewesen. Deswegen haben die mich eingeladen. Sobald der erste Wind zukommt, okay, vielleicht sind wir auch das falsche Beispiel, die Sahara hatten halt mehr Mut gehabt. Aber guck mal, bei mir, die sind überzeugt, ich bin kein Prophet, aber als Prediger, von dem, was ich sage, aber nachdem das erste Mal nur die Polizei fragt, ist sofort, ja, nee, mit dem haben wir nichts zu tun, wir distanzieren uns.